Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Kurze Mittagspause mit dem Kaffee. Und ist dein Kaffeebecher schon leer? Nee, ich mach mir gleich einen. Machst du gleich einen? Wir haben wieder Fotos bekommen. Schau dir mal an, das müssen eigentlich die ersten Bilder aus der Leica sein. Wir werden Aus sehen. Konstanz mit dem Kodak TriX. Dann bin ich da gespannt. Okay. CD ist wieder mit dabei. Was komisch ist, es hat diesmal mehr gekostet. Haben die Preise erhöht? Es hat 11,95 immer gekostet. Und jetzt? 12,15 Euro. Interessant, komisch, ne? Wahrscheinlich schon wieder eine Preiserhöhung im analogen Bereich. So, wir haben den Index. Da sehen wir schon mal einen Haufen Bilder. Aber wir gucken, was wir in groß mal ein bisschen zeigen und in die Kamera halten können. So, wir müssen von hinten nach vorne anfangen. Dass wir die von alt nach neu haben. Okay. Das Fängt schon mal gut an. ist eine sehr gute Graukarte. Ja, 18% Grau. Da seht ihr, wie so ein Film, Ich weiß nicht, ein. was du damit sagen wolltest, ausdrücken wolltest mit der Aufnahme. Ja, du siehst oben den weißen Fleck, das ist hier, ne? Darauf habe ich mich konzentriert. Ne? Das war einer der Testauslösungen, Ja. wo ich den Film erstmal vorspulen musste. Ne? So, dann. Nee, weißt du, was das war? Was? Das war noch der Film mit der kleinen Leica. Das war die Filme mit der kleinen Leica. Hey, jetzt habe ich da die Köpfe abgeschnitten. Das waren noch die Kompaktknipse. Wieso und Erik? Köpfe weg. Ah ja, guck, mit Blitz. Total zu hell. Darum wollte ich eine Kamera ohne Blitz. Oh, das wiederum ist aber gut. Das war noch die kleine. Okay, das ist Ines, die decken wir zu. Ja, Maria am Relaxen. Aber das ist so draußen mit Tageslicht. Funktioniert die ganze Geschichte, gell? Wenn du natürlich drin bist, da ist das Objektiv zu lichtschwach. Und wenn du den Blitz brauchst, dann ist auch blöd. So, Marco, Dennis am Relaxen. Da siehst du viel Licht von hinten auch wieder ein Problem. Hier auch wieder. Viel Licht von hinten, mag diese kleine Cam überhaupt nicht. Das war, doch, das war die kleine Leica noch. Das war die kleine, die Kompaktknipse, die Mini-Zoom. Ja, obwohl hier viel weiß ist, passt es eigentlich von der Beleuchtung. Ja. Wenn mit natürlichem Licht, mit nicht zu viel Licht von hinten, kann die kleine Kompaktknipse arbeiten. Das sind jetzt keine Bilder, die einen Pulitzer gewinnen, aber es sind halt, guck mal, da ist natürlich perfekt. Hinten nicht irgendwie was zu hell. Vorne, wie immer. Mal gucken mit dem Kissen. Okay, brauchen wir nicht zeigen. Ah, hier mal schön, guck mal. Wo war denn das? Wo waren wir denn da? Konstanz. Fillingen. Das war Fillingen. Fedding, stimmt, das war Fedding. Und das war die, ja, das war die kompakte. Hier, perfekte Beleuchtung. War das im Schatten da? Nee, Sonne. Da war komplett in der Sonne, aber gleichmäßig grau in der Stadt ist natürlich dann immer schön vom Hintergrund her. Da hast du keine jetzt zu hellen Bereiche. Ne? Guck mal, wie scharf, gell? Wenn das Licht stimmt. Hier natürlich wieder Blitzbild. Das ist natürlich immer ein Problem. Auf kurze Entfernung, wenn es zu dunkel ist und die Kamera den Blitz auslöst, dann überstrahlt das immer. Genau, dann hier. Ah, genau, das war Irish Pub. Genau. Stockdunkel da drin. Blitz löst aus, du sitzt bloß einen Meter entfernt oder so. Dann siehst du hier wieder draußen, obwohl ein bisschen viel Licht von hinten kommt. Schafft die kleine Minilux. Da ist sie gut. Muss man natürlich dann wissen, wo man das einsetzt. Ne? Also eine Kamera für draußen kann man sie verwenden als kleine Schnappschusskamera für den Urlaub. Sie hat eine 4,5er Blende, geht sehr schluss. Das ist nicht sehr lichtstark, aber dafür dann hat sie eine Blende stark genug zu für, guck mal, das ist lustig, Beim letzten Mal beim Bild da warte machst ich du auf mal, Position. genau, nochmal die gleiche Position einnehmen. So. Genau. Ja, es ist eine reine Tageslicht. Oh nein, Schon wieder eine Wespe. schon wieder Wespen. Ich bin so viel gestochen worden im Sommer. Diesen blöden Viecher. Also eine reine Tageslichtkamera. So eine Minilux. Wo man auf zu starke Lichtunterschiede aufpassen sollte. Irgendwie zu viel Licht von hinten mag sie nicht und zu viel Licht von vorne mit einem Blitz mag sie auch nicht.
Ja, da hat natürlich die Sonne hingeknallt und hinten dran hatten wir grünes Gras. Das ist irgendwie perfekt belichtet und sieht auch gut aus, ne? Hier war jetzt schon zu hell und weißt du warum wahrscheinlich? Mhm. Hier oben bist du ganz leicht Band über den Horizont und schon hast du einen brutal hellen Himmel gehabt. Mhm. Nur minimal. Und schon ist die Geschichte zu hell geworden. Ne? Siehst du mal, das war eigentlich die gleiche Lichtsituation. Mhm. Die gleiche Stelle. Die gleiche Zeit. Was sowas ausmacht, ein bisschen weiter weg. Zu viel Licht fällt irgendwie rein. Keine Ahnung. Jetzt sieht man sofort Unterschiede. Hier auch wieder. Über den Horizont. Wahrscheinlich zu hell. Ja, mit Hell-Dunkel-Unterschieden in dem Bild kommt sie nicht so gut klar. Nehmen wir jetzt auch mal in die Stadt runter. Schon hast du nicht mehr so ein knackiges Grau da unten, weil viel Himmel kommt. Aber ich sag mal, so für Familienfotos hier ist okay. Hm. Obwohl wir hinten noch ein bisschen Himmel haben. Das ist richtig gut von der Belichtung, obwohl du ein total helles Shirt an hast, aber wir haben sonst kein anderes Licht. Also wenn das Motiv was Helles trägt, ist es okay. Solange wir nicht noch sonst irgendwelche brutale Lichtquellen haben. Da stimmt die Belichtung und die Schärfe top. Also man kann zusammenfassen, eine Tageslichtkamera hier wieder irgendwo drin. Im Fotogeschäft, im Lichtblick in Konstanz. Mhm. Natürlich hat die Kamera geblitzt, da oben ist es dunkel. Das ist dann zu viel Licht. Hier draußen, vor dem Laden, unter Dach, im Schatten, perfekt. Dank 400er Film, einwandfrei. Also, ja, hier auch, ah, das ist der Frau Metzger, auch glaube ich Schatten, kein Blitz. Perfekte Schärfe und perfekte Belichtung für einen 400er Film. Hier draußen in der Sonne, es geht auch, wenn dann alles gleichmäßig hell beleuchtet wird. Wenn alles gleichmäßig hell beleuchtet wird, passt es auch wieder. Selbst hier am Wasser, da kommt natürlich richtig, da spiegelt es richtig da oben. Sieht man dann, das Kopf ein bisschen dunkel. Aber es ist nichts, wo irgendwo absäuft im Dunkeln oder im Hellen. Hier wird es noch mehr, da kommt noch mehr Licht rein. Da wird natürlich, ist dein Kopf ein bisschen im Dunkeln, weil der halt auch noch im Schatten ist, unterm Hut, über das Wasser brutal viel Licht reflektiert. Da ist dann schon ein bisschen besser, weil es mehr vom Motiv ausfüllt. Oh ja, hier im Café, sehr gut. Im Schatten, richtig dunkel, aber ohne Blitz gearbeitet. Und schon kann das funktionieren. Hier in die andere Richtung, da weiß ich nicht, ob da... Auch ja, mit Blitz. Nee, ich glaube, das war nicht mit Blitz. Das war noch ohne Blitz. Sonst hätte wer da auf die kurze Entfernung, wird mehr Licht auch von der Wand zurückfallen. Wahrscheinlich war es so durch die helle Wand, hat die Kamera gedacht, ah nee, da habe ich genug Licht. Ah, guck, Denise, das war lustig, das habe ich, ja, das habe ich aus dem Auto rausgeschossen, sogar so richtig mit Sonne von hinten. Das ist richtig gut, kann ich Denise wieder schenken, kann man jetzt nicht zeigen. Das war mit dem Selbstauslöser auf dem Armaturenbrett im Auto. Geht aber, gell, ich meine, vorne die Person, Erik sieht man noch gut. Ja. Hat sie gut hingerichtet und hier haben wir nochmal eine gemacht. Über das Armaturenbrett nach draußen mit Denise, meine ehemalige Arbeitskollegin, die sitzt in Rente. Werde ich ihr mal schenken, die beiden Abzüge. Sehr gut. War das mit Blitz? Nee, war nicht. Das war aber in der Küche. War wahrscheinlich hell genug von der Deckenbeleuchtung. Erik im Bett. Am Handy. Da fällt natürlich schon wieder viel Licht von der weißen Wand und vom weißen Shirt zurück. Das ist schon ein bisschen hell. Es ist nur grenzwertig, ist noch okay. Und hier Lisa im Bett, genau die gleiche Geschichte am Handy. Auch etwas zu hell. Wieso ich hier den Kopf abgeschnitten habe, habe ich keine Ahnung bei dem ersten Bild. Ist wahrscheinlich zu schnell ab. Hat zu schnell ausgelöst, oder? Ja, wahrscheinlich nicht aufgepasst. Sauber mal abgeschnitten. Ne? Nee, ich muss sagen, von ein paar, abgesehen von Blitzbildern, ne? Blitzbilder ist natürlich die Vollpanne. Ne? Auf kurze Entfernungen, Dunkelraum, da kommt dann wieder zu viel Licht zurück, weil die kann halt wahrscheinlich den Blitz nicht so schön dosieren oder was auch immer. Aber du siehst halt sofort in die andere Richtung ohne Blitz.
Und dann hast du wirklich ein ordentliches Bild. Ja, was soll ich sagen? Diese kleine Kamera funktioniert. Draußen schön bei Tageslicht, egal Sonne oder Schatten, 400er Film rein. Weil du hast halt Blende 4,5. Da geht's erst los. Und dann hast du schöne Schnappschüsse. Wenn ein Blitz ins Spiel kommt, am besten bei dem Ding immer, könnte man natürlich machen, muss man sich ja immer so mit dem Fingernagel den kleinen Knopf so durchdrücken und den Blitz jedes Mal ausschalten, weil wenn du die Kamera anstellst, ist der Blitz auf automatisch immer an. Das ist ein wirklich schönes Bild. Das haben wir da draußen, glaube ich, in Konstanz bei Tageslicht. Hier auch das hier, das sieht doch super aus. Guck mal, da ist richtig knackige Schärfe auf den Augen. Lass mal gucken, das ist richtig. Und jetzt bin ich halt ich wieder da drauf. Das ist halt der. Also die Linse kann, wenn sie will, wenn alles stimmt. Sie liebt gleichmäßiges Licht und sie hasst Blitz. Dann kann man mit der Kamera schöne Urlaubsschnappschüsse machen. Sie hat natürlich den Vorteil, sie ist leicht und du kannst sie immer dabei haben. Ne? Hier unter einem Gebäudevordach, perfekte Belichtung über das ganze Bild. Auch in der Sonne, komplett in der Sonne, wenn es dann gleichmäßig belichtet ist. Ne? Passt. Passt. Vielleicht sollte ich sie doch nicht verkaufen. Ne? Hm. Sie ist halt schön leicht zu mitnehmen. Guck mal, das von der Nies ist doch wunderschön. Erstmal die anderen Bilder mal gucken. Ja, mal gucken. Bruder, bin ich gespannt. Hey, nachher packst du die Leica M6 Bilder aus und sind nix. Das wäre ein Reinfall. Ja, aber das beste Bild des Tages ist natürlich hier. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht, wie das grau werden konnte. Weil da ist ja kein Deckel drauf, den man vom Objektiv wegmachen oder hinmachen muss. Okay, das war's wieder. Nochmal klein Leica Minilux Zoom, die einfache Kunststoffkamera von damals, von früher. Fängt halt erst an, Blende 4,5 bei 35 mm, das ist nicht viel. Ja. Deshalb setzt halt ganz gerne mal der Blitz ein, aber der ist am besten permanent abschalten, das Ding. Nein, permanent geht nicht, aber jedes Mal abschalten, wenn du wieder anfängst. Das machst du lieber ein Bild zu dunkel, wie dann so überbelichtet. Ne? Jo, das war's. Danke fürs Reinsehen. Wir werden kommentieren. Foto, Video nochmal ein bisschen. Ne? Ich weiß, interessiert nicht viele von euch, aber mir macht Spaß. Darum gibt's die Videos hier. Also, ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss.